steht doch der Sieger des Grand Prix der Volksmusik 2002 fest. Norbert? Ja, und ich glaube, die schweben jetzt wirklich dort auf Wolke 7, das Nockholm-Quintett und Stephanie. Yeah, wir haben es geschafft. Es war einfach super. Jetzt könnt ihr die Welt mit, wenn die Welt Hebel hätte, würde ich sie aufheben. Ich bin auch wie im Trance-Zustand, aber ich glaube, das gibt es nachher schon. Dass wir es heute nach Kärnten und nach Österreich geholt haben, dazu muss ich sagen, fehlen sogar mir als Texterin einmal die Worte, um das Gefühl zu beschreiben. Jetzt als Österreicher ist man natürlich sehr stolz, wenn eine österreichische Gruppe für Österreich mit einem österreichischen Autorenteam den Sieg holt. Genial. Heute sind wir auf Wolke 7, das ist fix. Es ist immer ein ganz, ganz tolles Gefühl und ich danke allen, die uns die Daumen gedrückt haben und die uns so ganz, ganz toll unterstützt haben. Ohne Fans haben wir nichts. Ich fühle mit ihr das Glücklichsein ganz einfach mit. Ohne Ziel, hielt an in Kleinkirchheim, das versprach mir so viel. Die Kaiserburg Lady war ganz bestimmt unser erster Erfolg, obwohl der nur kärntenweit war, war er doch sehr groß. Groß deshalb, weil so ziemlich die meisten Kärntner das Lied gekannt haben. Wir sind ja kurze Zeit später dann in die Schweiz gegangen, vielleicht eineinhalb Jahre später, war unser erster Tonträger, auf dem die Kaiserburg Lady oben war, und haben den damals schon recht brav und recht gut verkauft. Es waren immerhin Stückzahlen von, ich glaube, um die 7000, und es war damals irrsinnig viel. Und man kann sagen, es war unser erster musikalischer Grundstein. Beim Küssen und Träumen fiel dir Name mir ein. Meine Kaiserburg Lady hab ich sie genannt. Also ich habe mit 8 Jahren hab ich angefangen Klarinetten zu lernen, eben durch meinen Vater, weil der Vater auch Klarinettist ist. Und habe dann 2 Jahre Klarinetten gelernt, bin dann gesagt, hier haben wir Jungkapellen gekommen. Habe dort 18 Jahre gespielt und habe in der Zeit ein Trio gegründet, damals mit meinem Zwillingsbruder. Und war bei der Militärmusik in Kärnten 14 Monate und unter anderem auch beim Werksblasorchester in Randen, Wagner Siedwerke. Und dann bin ich eigentlich, so wie jetzt vor 20 Jahren, zum Nockholm-Quintett gekommen, und da bin ich jetzt immer noch der harte Kern vom Nockholm-Quintett. Ein schöneres Schicksal gibt es niemals mehr. Für mich ist Kleinkirchheim der lieblichste Platz. Die Berge, das Schiefer, dazu noch mein Schatz. Bin ich dort oben, wo mein Glück einst begann, dann stimme ich immer mein Lieblingslied an, meine Kaiserburg Lady. Oh, gut, wir kennen schon seit der Schulzeit, wir haben ja damals mit 9 im Knabenchor gesungen. Ich traf sie im Urlaub, im Kärntner Land. Wir haben vielleicht noch 10 Jahre einmal in Deutschland gespielt. Dann kommt eine ehemalige Bad Kleinkirchheimerin auf uns zu und sagt, Friedl, kennst du mich? Sag ich, ja, was tust du da Urlaub? Sag sie, nein, sag du, ich bin die Kaiserburg Lady. Sag ich, warum? Sag sie, ist wirklich wahr? Kommt ihr Mann dazu? Und sag, du, Friedl, sag, das ist meine Kaiserburg Lady, unser Lieblingslied. Und diese Kaiserburg Lady habe ich kennengelernt in Bad Kleinkirchheim und die habe ich geheiratet. Heute ist sie da. Die hat sich total identifiziert mit dem Kaiserburg
Lady-Lied. Und er, das war seine Kaiserburg-Lady. Und immer, wo wir gespielt haben, haben wir müssen das Lied trällern. Und das ist einfach zur Gewohnheit geworden. Und das war ein Riesenerfolg für uns. Erfolg ist irgendwie etwas Zerbrechliches, auf das man eigentlich gut aufpassen soll und glücklich sein soll und danken soll, dass man eben erfolgreich ist. Wenn man mit sich selber zufrieden ist, wenn man im privaten Leben auch Erfolg hat, das heißt Familie, wenn das intakt ist, wenn die Kinder gesund sind, und das bezeichne ich alles als irgendwie als Erfolg. Wenn ich mit dem Nogam Quintett gut besuchte Konzerte habe, den Leuten echt viel Spaß bereiten kann, wenn die Leute tanzen, applaudieren und klatschen und uns gern hören und sich freuen, wenn sie uns auch sehen, das ist für mich Erfolg. Dass ich von Musik leben kann, das ist, so definiere Erfolg. Der Erfolg ist etwas, an dem man heute noch mehr arbeiten muss, damit man es morgen noch hat. Das könnte mich nicht freuen. Da vermisste ich die Sehnsucht nach den Sternen. Wenn die Sonne rot versinkt am Horizont. Dort auf Wolke 7 gibt es kein Geheimnis mehr und auch keine unerfüllten Träume. Das Leben angenehm, doch ich will auch mal durch Regenpfützen gehen. Dort, wo es keine Schule gibt und wo dich kein Lehrer rührt, sag, wäre das nicht fein? Dort wüsste ich nichts von der Welt und vom weiten Himmelszelt. Da möchte ich nie sein. Über sonnenwarme Wiesen will ich gehen und den Morgentau auch spüren und verstehen. Dort auf Wolke 7 gibt es kein Geheimnis mehr und auch keine unerfüllten Träume. Das Leben angenehm, doch ich will auch mal durch Regenpfützen gehen. Dort auf Wolke 7 gibt es kein Geheimnis mehr und auch keine unerfüllten Träume. Dort auf Wolke 7 ist das Leben angenehm, doch ich will auch mal. Ich will auch mal durch Regenpfützen gehen. Ich war als Kind ein sehr schreiendes Kind. Deswegen habe ich so gute Stimmbandel gekriegt, obwohl ich sie schon zweimal operiert habe, sie halten. Und wahrscheinlich muss man sehr, sehr viel schreien und blären oder wie auch immer, dass man dann irgendwann einmal kräftige Stimme hat, obwohl ich eher eine zweite Stimme habe. Aber ich habe als Kind schon gesungen, das stimmt. Ich bin mit 4 Jahren mit meinem Vater, meinem Bruder bei die Faschingsumzüge mitgezogen. Instrumente habe ich keins gekannt, aber ich habe zwar so Deckel gehabt, und hab da das Schlagzeug so simulieren probiert.
Aber es hat wunderbar geklappt und gesungen habe ich immer schon. Nicht? Mein Vater war ein musikalischer Mensch, auch mein Bruder. Und das war dann eben sehr naheliegend, in einer Familie zu musizieren. Wir haben Familien intern immer musiziert. Der Vater hat das Steirische gespielt, der Bruder hat das Steirische gespielt. Ich habe dann irgendwann die Gitarre erlernt und dann haben wir halt mit meinem Cousin und meinem Bruder eine eigene Band gehabt. Das erste Trio, was war das? Ich glaube, Linden Echo hat das geheißen. Und wir haben dann wirklich schon recht liebe, nette Auftritte gehabt, so im Jahr 15 Stück. Das war viel damals. Ich habe beim Knabenchor gesungen, ich habe mein erstes Geld mit Musik oder mit Gesang verdient, wie ich die Zauberflöte gesungen habe in Klagenfurt im Stadttheater aus die drei Knaben, die von der Wolkenauer gekommen sind. Das war mein erstes Ding, mein erstes Geld, was ich verdient habe. Und das war oder ist eine irrsinnig schöne Erinnerung, weil wir zu sechs das gemacht haben, wenn einer ausfällt, du musst der zweite einspringen können. Die anderen im ganzen Sommer, da war ich 11 Jahre, die haben im Sommer Fußball gespielt, sind baden gegangen, haben alles gemacht und ich bin jeden Tag, Nachmittag, 5 bis 6 Stunden nur die Zauberflöte lernen gegangen, mit Klavier und also es war schon irrsinnig brutal. Da hat es mir schon eher mal die Tränen ausgedruckt, das wie die Stimme. Zum Nachhinein bin ich gekommen, ja, das ist auch so eine Geschichte. Da habe ich schon in einer anderen Band gespielt, das waren die Mölderler Spatzen damals. Und die haben bei uns, glaube ich, mal am Kirchtag gespielt, was ich meinte, ja, Nachhinein kenne ich nicht, gehen wir mal anschauen. Ja, habe ich sie zugehört, ja, spielen eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, der Friedl war damals schon dabei, da muss es klappen. Kopf auf der Bühne und Schmäh erzählen. Ja, machen Sie gut, machen Sie witzig. Gefällt mir eigentlich. Gell? Ein halbes Jahr später ließ ich in der Zeitung, Nachhinein Quintett sucht Trompeter und Schlagzeuger. Ja, da habe ich natürlich die Chance ergriffen, weil die wollten Profi gehen. Das war eigentlich immer schon mein Traum, Profimusiker werden. Ja, angerufen, vorgespielt, passt. Und das war in 84er Jahren und seitdem bin ich bei Nachhinein Quintett. Das Nachhinein Quintett habe ich ursprünglich in Zürich kennengelernt und die haben irgendwann mal dann erfahren, dass ich die Gruppe wechseln will. Bei ihnen ist einer ausgestiegen und die haben mich dann nach längerem Suchen einmal gefragt, ob ich bei ihnen spielen will. Und das Angebot habe ich natürlich gerne und mit Freude angenommen. In der Disco war Tanz, ich war allein, die Tür, die ging auf. Und du kamst herein, verträumt sah ich dich, alleine dort stehen. Mein Herz, das schlug schneller, um mich was geschehen. 3 Finger aufs Herz, sag du liebst nur mich. 3 Finger aufs Herz, ich weiß, ich lieb dich. 3 Finger aufs Herz, lasst uns zwei doch gehen. 3 Finger aufs Herz, ist die Liebe doch schön. Spiel nie mit dem Feuer, spiel niemals mit mir. Wenn du es so willst, dann geh ich von dir. So sieh das doch ein, nur zu zweit ist man glücklich und niemals allein. Ganz allein in deinem Zimmer sein. Du wartest auf das Glück, kommt es je zurück? Gestern war es aus, er ging aus deinem Haus. Die Tränen, die du weinst, sie machen ihm nichts aus. Weine nicht um ihn, wenn er dir nur wehtun kann. Weine nicht um ihn, nicht nur ihn gibt's auf der Welt.
blauen Augen, diesen Augen muss man glauben. Drum will ich das Glück nur für uns beide, sag doch heute ja. Und über Rhodos küss ich dich, dann scheint die Sonne nur für dich. Denn zwischen Himmel und dem Meer gibt's keine Sehnsuchtstränen mehr. Und über Rhodos küss ich dich, dann gibt's ein neues Glück für dich. Und am Strand von Argos lässt dich deine Sehnsucht los. Und am Strand von Agathos lässt dich deine Sehnsucht los. Unter mir lag Agadir, vor mir lag die Zeit mit dir, La Isla Bonita. Alles, was man träumen kann, fing mit dir zu leben an, La Isla Bonita. Wenn die Sonne unterging, dann war sie ganz nah bei mir. Bis uns der Morgen wiederfand, war die Nacht, als ob das Meer in Flammen stand. Schwarzer Sand von Santa Cruz, du hast alles schon gewusst, dass mein Blut wie Lava wird und mein Herz dort in der Sonne friert. Schwarzer Sand von Santa Cruz, du hast alles schon gewusst. Wenn ich Abschied nehmen muss, schwarzer Sand von Santa Cruz, schwarzer Sand von Santa Cruz, du hast alles schon gewusst, dass mein Blut und mein Herz dort in der Sonne friert. Schwarzer Sand von Santa Cruz, du hast alles schon gewusst. Wenn ich Abschied nehmen muss, schwarzer Sand von Santa Cruz. Du, du, du. Ich bin Herr Wülfert, spiele beim Lokalen Quintett Saxophon, Trompeten, Bassgitarre und die Querflöten. Und mein Spitzname ist Murli, also ihr könnt es auch Murli zu mir sagen. Ich bin der Edmund, bin seit 1989 beim Lokalen Quintett und spiele Bass und Begleitgitarre. Ich bin der Gottfried, bin der Sänger vom Lokalen Quintett, von Anfang weg dabei. Hab früher die Gitarre gespielt, aber habe mich dann auf den Gesang konzentriert und ich glaube, dass das besser ist. Ich fühle mich sehr wohl in der Gruppe und ja, Spitznamen habe ich viele, aber einen verrate ich, den eh schon die meisten kennen, Friedl. Ich bin der Arndt, meine Freunde nennen mich Arni und ich spiele die Keyboards beim Lokalen Quintett. Also ich bin der Dietmar, bin seit 84 Jahren beim Lokalen Quintett, spiele Trompete und Schlagzeug und von meinen Musikerkollegen oder von meinen Bekannten, die was mich kennen, war ich einfach Zwicky genannt. Ich bin der Markus vom Lokalen Quintett, spiele bei der Band die Gitarre und bin circa seit 3,5 Jahren dabei.
gebrannt, pechschwarzes Haar. So stand er dort an der Bar. Immer wieder sah er dich schamlos an. Irgendwann warst du verloren. Er hat dir Liebe geschworen, die vorbei war, ehe sie noch begann. Und ich hab dich weinen gesehen, als er zur anderen ging. Er tut so, als wär nichts geschehen, denn sie trägt seinen Ring. Du, ich hab dich gewarnt, aber du hast ihm alles gegeben. Seine Zärtlichkeit nahm dir die Sinne und machte dich blind. Du, ich hab dich gewarnt, dieser Traum wird noch lang in dir leben. Hast an Sterne geglaubt, die vom Himmel gefallen sind. Willenlos für eine Nacht, was hat er aus dir gemacht? Seele hat ihren Stolz verloren. Und ich hab dich weinen gesehen, als er zur anderen ging. Er tut so, als wär nichts geschehen, denn sie trägt seinen Ring. Du, ich hab dich gewarnt, aber du hast ihm alles gegeben. Seine Zärtlichkeit nahm dir die Sinne und machte dich blind. Du, ich hab dich gewarnt, dieser Traum wird noch lang in dir leben. Hast an Sterne geglaubt, die vom Himmel gefallen sind. Du, ich hab dich gewarnt, aber du hast ihm alles gegeben. Und machte dich blind. Du, ich hab dich gewarnt, dieser Traum wird noch lang in dir leben. Hast an Sterne geglaubt, die vom Himmel gefallen sind. Hast an Sterne geglaubt, die vom Himmel gefallen sind. Also in erster Linie, glaube ich, ist es die Stimme von Gottfried. Weil du kannst heute eine Schlagerproduktion hören, das klingt eigentlich alles gleich. Es ist zwar alles okay, es ist vom Background, das Schlagzeug, das Keyboard, die Gitarre, und es ist ungefähr alles dasselbe. Und nachher hörst du irgendeinen Titel, sagst du, das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber wer ist das? Und bei uns, glaube ich, ist es so, wenn du ein Radio aufschaltest und es ist ein Nockholm-Titel, dass die Leute sofort wissen, aha, das ist Nockholm. Bei uns ist es so, dass wir das Glück haben, einen Sänger mit einer Stimme, mit einem hohen Wiedererkennungswert zu haben. Ich muss auch sagen, dass momentan eben durch die zwei neuen Musiker, durch den Markus und durch den Arndt, das Keyboard, also der Synthesizer und eben die Gitarre, die liebevolle Gitarre, so wie sie der Markus spielt. Der Knockam-Sound ist für mich eigentlich ein sehr keyboardlastiger Sound, ein weicher Sound. Also es ist ja eine romantische Musik, auch eine romantische Schlagermusik. Und mich als Keyboarder reizt es eigentlich ganz enorm, weil halt vielfältige weiche Keyboard-Sounds auch sehr stark drin vorkommen. Und also ich als Keyboarder bin halt auch sehr gefordert und das macht mir live auch einen wahnsinnigen Spaß, dass ich einfach auch zu tun habe und nicht nur einfach irgendwelche langweiligen Akkorde halten muss, wie es oftmals bei Tanzkapellen ist, sondern ich habe da richtig was zu tun und bin auch als
Keyboard-Techniker in dem Fall oder Soundprogrammierer auch gefragt. Und das Ganze, also nicht nur das Spielen allein, sondern auch die Sounds kreieren für die Musik, macht mir auch einen irrsinnigen Spaß. Also ich definiere den Sound, den Knockalm-Sound, den reduziere ich eigentlich total auf die Stimme von Gottfried. Das ist eigentlich der Knockalm-Sound. Weil wenn man die jetzt von Knockalm Gold, von dem Best-of-Album, jetzt den Werdegang anschaut, dann hat sich da soundmäßig schon sehr viel getan. Aber dadurch, dass eben der Friedl seine Stimme hat, ist das ist eigentlich der Knockalm-Sound. Und das wird immer so bleiben, zum Glück. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil wie ich meinen ersten Titel komponiert habe, da weißt du dann auch nicht so genau, wie du auf das. Und dann kommt der Friedl im Studio, dann singt das auf und plötzlich klingt das noch Knockalm nicht. Ich glaube einfach, dass meine Stimme doch sehr viele Eigenheiten beinhaltet. Sie ist unverkennbar. Also ich habe noch niemanden singen gehört, der eben die gleiche oder dieselbe Stimme hat wie ich. Damit will ich nicht sagen, dass einer nicht besser singt. Also ich, es gibt genug Sänger, die besser singen als ich. Aber eben die Eigenheit in der Stimme ist dermaßen groß, der Wiedererkennungswert ist dermaßen groß, dass es das bis jetzt nur einmal gegeben hat. Also ich habe noch nie jemanden singen gehört, der wirklich ident gleich singt wie ich, von der Stimme her. Und das, glaube ich, ist der Knockalm-Sound. Das ist die Geschichte vom Mädchen Atlantis. Sie liebte ihn über alles, aber er schenkte sein Gefühl einer anderen. Und eines Abends sah ich sie dort stehen. Ihr hungriges Herz war beinahe schon verloren, doch eine neue Liebe ist stärker als alles. Sie sagte mir, ich weiß, wo die Sehnsucht liegt. Ich sehne mich dorthin, weil er mich nicht liebt. In das Meer hinein und versunken sein, da nahm ich sie in meinen Arm. Das Mädchen Atlantis verlor einen Traum. Das Mädchen Atlantis wollte nie mehr vertrauen. Ein Platz bei den Sternen war damals ihr Ziel. Doch aus Liebe dorthin fragt das Herz in dir. Atlantis, wenn du noch träumen kannst, dann bleib jetzt bei mir. Atlantis, und ein kleines Licht fiel in ihr Gesicht. Da wusste ich, sie lebt für mich. Das Mädchen Atlantis verlor einen Traum. Das Mädchen Atlantis wollte nie mehr vertrauen. Ein Platz bei den Sternen war damals ihr Ziel. Doch aus Liebe versank sie.
wenn ich länger unterwegs bin, ich fahre gerne wieder heim. Aber wenn ich jetzt ein, zwei Wochen daheim bin, dann juckt es mich schon wieder in die Finger, dann muss ich schon wieder fort. Das ist eben so. Das ist, man hat sich gewöhnt auf das Leben in die 20 Jahre. Der erste Weg, wenn ich von der Tournee heimkomme, ist der Weg zum Computer. Weil erstens erwarte ich da viele E-Mails von unseren Fans oder von Bekannten, die mir oft lustige Sachen schicken. Und für mich ist das eigentlich mehr zum Relaxen da. Und da verbringe ich eigentlich die mehrere Zeit, wenn ich daheim bin, oft die ganze Nacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch mal schreiben. Und ich gebe euch die E-Mail-Adresse bekannt. Und die lautet noki@haon.at. Also, schreib's mir mal. Ich bin gern daheim und wenn ich daheim bin, dann bin ich aber echt daheim. Das heißt jetzt, dann bin ich für die Familie da und da verzichte ich dann aufs Tennis spielen gehen oder aufs Skifahren gehen oder auf sonst irgendwas. Dann mache ich das mit meiner Familie, dann gehe ich mit über eine kleine Tochter und dann bin ich auch, wenn ich daheim bin, bin ich daheim. Aber wenn irgendwo Zeit bleibt, dann packe ich natürlich meine Turnpatschen aus und gehe ein bisschen laufen. Das nicht nur eine sportliche Aktivität bedeutet, sondern das ist ein bisschen, vielleicht klingt es blöd, aber ein bisschen Meditation auch. Die erste Viertelstunde schaltet man ab und dann wird man total frei im Kopf und man kommt irgendwie dann motiviert zurück wieder. Ich habe gleich nach meinem ersten Fernsehauftritt habe ich mir so einen Übungskoffer machen lassen, weil ich einfach definitiv sehr viel eben wartest da, oder? Aber wenn man eigentlich will, kann man die Zeit schon sinnvoll nutzen. Also ich nutze mit Üben. Ich mache das schon 20 Jahre jetzt oder 23 Jahre und bin nach wie vor glücklich. Freue mich, wenn ich wegkomme, freue mich aber auch, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich dann reinkomme bei mir in mein Haus und kann meine Jacken weglegen, kann mich hinsetzen aufs Sofa. Meine vier Wände sind dann sehr wichtig für mich. Das ist eben mein Zuhause. Da fühle ich mich wohl. Da gehöre ich eigentlich her. Das ist genau das, was ich will und was ich brauche. Und wenn ich einmal abschalten will und muss, was jeder Mensch muss, dann mache ich das da. Immer wenn ich müde bin zu kämpfen, immer wenn die Nacht den Tag besiegt, dann scheinst gerade du mich zu verstehen und führst mich wieder hin auf meinen Weg. Oft wünsch ich mir wie du Flügel zu haben, mit denen du ganz leicht durchs Leben schwebst. Ich weiß, wir werden uns auch dann noch lieben, wenn das Meer den Sand nicht mehr berührt. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Kraft, gib mir deine zum letzten Atemzug sich geben und keinen Augenblick davon bereuen. Die Stille deines Zimmers lässt mich spüren, die Erde dreht sich nur, wenn du es willst. Gib mir deine Liebe. Verliert alles seinen Sinn.
Ohne dich geh ich durch Höllenfeuer. Die Asche halt ich noch in der Hand. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Kraft, gib mir deine Liebe, die uns unsterblich macht. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Kraft, gib mir deine Liebe, die uns unsterblich macht. Pass auf, Pirstl, jetzt musst du Spiegel anschauen, so geht's nicht mehr weiter. Wenn du alle halbe, dreiviertel Jahre musst du eine Nummer größer kaufen, das passt irgendwo nicht. Und dann waren das meine Kollegen, die so richtig nichts gesagt haben, aber doch, naja, wenn du ein paar Kilo weniger hast, weißt du, du bist doch unser Frontmann, präsentierst bestimmt das Quintett als einziger am meisten. Ein paar Kilo weniger täten da nicht schaden. Also ich in deiner Stätte abnehmen. Ich habe mir das zu Herzen genommen und gesagt, wahrscheinlich ist es wirklich das Beste. Ich habe angefangen zu joggen, habe also intensiver begonnen mit Sport, mit Essen, abends nichts mehr essen und. Und wie dann die 17 Kilo weg gehabt sind, die Leute zu mir kommen und gesagt, Friedl, schaust gut aus, also das ist super. Dann war der Ansporn meiner Freundin, muss ich sagen, die gesagt hat, weißt du was, wenn du jetzt die Haare noch abschneidest, bist du um 5 Jahre jünger. Schneid sie ab und gesagt, du weißt was, ich mache alles, aber die Haare abschneiden werde ich nie. Und irgendwann habe ich dann einfach einen schwachen Punkt gehabt, kann mich erinnern, ich habe meine Haare geföhnt und bin mit der Birste reingefahren und habe mich dann so gerissen und kriegte die blöde Birste nicht mehr raus. Das hat dann so weggetan, dann habe ich rausgerissen, ich habe gesagt, okay, aus. Bin am Nachmittag zur Friseurin und gesagt, hast Zeit, ich schneide mir die Haare. Sag sie, spinnst du? Sag ich, doch, ich schneide mir jetzt die Haare aus. Dann habe ich die Haare geschnitten, mein Freund ist daneben gestanden und gesagt, na gut. Bin rausgekommen vom Friseur, Friedl, du Haare geschnitten? Hey, super. Wird nie zu Ende gehen.
Hollywood, denn ich fühlte wie James Dean. In den Herzen ging der Vorhang auf für den schönsten Liebesfilm. Und der Himmel spielte Hollywood, es war keine Fantasie. Denn ein Engel aus den Sternen führte für uns Regie. Und der Himmel spielte Hollywood, denn ich fühlte wie James Dean. In den Herzen ging der Vorhang auf für den schönsten Liebesfilm. Und der Himmel spielte Hollywood, es war keine Fantasie. Denn ein Engel aus den Sternen führte für uns Regie. Go-Kart ist für mich das, was für andere Menschen irgendeine Droge ist. Ich habe da mit lieben Freunden, Kollegen einen eigenen Go-Kart-Club gegründet. Ich, wenn ich im Go-Kart sitze, bin ein anderer Mensch. Also da bin ich kein Schumacher, da bin ich kein Gerhard Berger, da bin ich nicht Niki Lauda, sondern bin ich der Gottfried Bürcher. Da bin ich der Gottfried Bürcher und nicht der Friedl, der auf der Bühne steht. Da bin ich der, der einfach das genießt, mit ein bisschen Mut und ein bisschen Geschwindigkeit in die Kurven reinzufahren. Wie viel bringt die Kurven, wie viel vertragt sie? Also es kann natürlich viel passieren, muss man ehrlich sagen. Es ist nicht ungefährlich, aber es kann überall was passieren. Und deswegen sage ich, mit einer gewissen Angst muss man einfach leben. Und mit der Angst lebe ich auch, dass ich sage, okay, ich steige ins Go-Kart ein, ich drehe ein paar schnelle Runden. Es sind ja Geschwindigkeiten, die man da fährt. Aber es macht Spaß. Ich bin da ich. Für mich gibt es nur noch die Zeit, die Geschwindigkeit, meine Gegner und ich. Und das ist lustig. Das macht das alles so ein bisschen interessant für mich. Und eigentlich habe ich als Kind, kann ich mich erinnern, so mit 6, 7, 8 Jahren, habe ich mir immer gewünscht, entweder möchte ich Schlagersänger werden oder ein Autorennfahrer. Und ich glaube, für mich das Richtigere habe ich zum Beruf gemacht und das eher Gefährliche habe ich zum Hobby gemacht. Liebe dauert ewig, bleib bei mir.
Casablanca für immer, Casablanca für immer. Schau mir in die Augen, Kleines, sagte ich zu ihr. Liebe dauert ewig, bleib bei mir. Casablanca für immer, Casablanca für immer. Vor 8 oder 9 Jahren wollte eigentlich nur mit dem Motorrad schauen gehen. Und nachher, am nächsten Tag habe ich es gekauft. Das war so ein kleines, also kleine Chopper. Und dann habe ich eben meine Goldwing gesehen, die was ich dann gekauft habe. Und die hat mich so fasziniert. Und es gibt nichts Schöneres, als auf dem Motorrad oben sitzen und durch die Gegend tuckern. Maschine und Geschwindigkeit ist bei mir nicht eins. Wenn es kurvenreich ist, genieße ich das. Ich versuche wirklich vernünftig zu fahren. Ich merke, ich muss mich immer sauber runterbremsen, dass ich einfach sage, hey, war schnell ist einfach definitiv gefährlich. Maschine ist für mich Schönheit. Ich habe die Maschine jetzt so, dass sie mir einfach gefällt. Für mich selber einfach. Wirklichkeit, dass er ihr gegenüber.
Gladiator ist für mich persönlich nicht nur ein Filmthema, nicht nur ein Lied, was wir aufgenommen haben, was wir auch sehr erfolgreich präsentieren durften, sondern ein sehr nettes, schönes Video. Ich habe das gerne gemacht, ich habe mich stolz gefühlt da drinnen, habe irrsinnig stark ausgeschaut und in Wirklichkeit, glaube ich, so stark bin ich gar nicht, wie ich da repräsentiert worden bin. Aber das Interessante war einfach, mit der Rüstung auf am Elefanten zu sitzen, die Fotosession durchzuziehen und in Wirklichkeit die Hosen voll zu haben. Mein Atem stehen. Wie ein Kristall hat sie mir in das Herz gesehen. Sie verführen und berühren und sie lieben lebenslang. Die ewige Stadt verriet, wie das gehen kann. Gladiator kämpft. Heute Nacht um sie. Gladiator, du schaffst es irgendwie. Nur Liebe zählt, setz alles ein. Wenn der Morgen erwacht, dann wird dein Gefühl unsterblich sein. Mauern durch sie und die Sehnsucht jung. Alles von mir ließ ich ihr als Erinnerung. Mit dem Schwert meiner Glut hab ich ihr das Herz verbrannt. Sie machte mir Mut, als ich ihre Träume fand. Für mich ist Musik, das ist mein Leben. Also ohne Musik, das könnte man nicht vorstellen. Musik, kann man sagen, ist eigentlich mein Leben. Wenn ich das jetzt so definiere, dass ich sage, Musik wäre für mich das Wichtigste, dann muss ich eigentlich sagen, ist es für mich nicht so. Also das Wichtigste für mich ist eigentlich der Glauben. Musik machen, Musik spielen, Klavier und dann damals, wie ich das erste Keyboard bekommen habe von meinen Eltern, das war für mich echt das Größte, ja. Musik ist für mich ein Teil meines Lebens. Musik ist für mich mein Beruf. Musik ist für mich das Vermitteln von mir anderen Menschen, also mein Können, mein gesangliches Können, anderen Menschen weiter zu vermitteln. Aber nicht so, dass sie es lernen, sondern einfach, dass sie Freude haben mit dem, was ich singe. Ruf ihn nochmal an, nur noch einmal. Sag ihm, es wird spät, heute Nacht. Sag ihm, er soll nicht auf dich warten. Ich hab mir so viel
ausgedacht, ausgedacht. Halte mich ganz fest in den Armen, meine Zärtlichkeit deckt dich zu. Hier ist meine Welt voller Liebe, mittendrin versteckt, ich und du. Wenn die Liebe will, wird sie uns verzeihen. Tu's für mich nur noch einmal, eine lange Nacht nur für uns. Zu ihm und ich weine jedes Mal mit dir, wenn du gehst. Immer werde ich darauf warten, dass du irgendwann zu mir stehst und zu mir stehst. Sag, wie lange noch sterben, denn er liebt dich nicht so wie ich. Lass mich nicht allein heute Abend, ruf ihn nochmal an und sag nicht nein, bitte sag nicht nein. Tu's für mich, lüg noch einmal. Sie uns verzeihen. Tu's für mich nur noch einmal, eine lange Nacht nur für uns. Schreiben mit unseren Texten eben Sehnsüchte, die die Menschen haben und die jeder hat. Viele geben gewisse Sachen nicht zu, aber im Innern werden sie doch wahrscheinlich Texte vom No Quantität hören und sich denken, ja, stimmt eigentlich, was sie singen, oder schön war es, wenn es mir auch so gelingen hat. Unsere Texte, glaube ich, das sind Texte, die das Leben schreibt eigentlich. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommen.
Kommando über meine tiefe Einsamkeit fällt der Mantel unserer Zeit. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommando und sie weckt so ein Gefühl in mir und dann wünsch ich mir so sehr, ich wär bei dir. Schatten, die von dir nicht erkannt. Bin für eine andere wieder frei. Red mir ein vorbei, das ist vorbei. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommando über meine tiefe Einsamkeit fällt der Mantel unserer Zeit. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommando und sie weckt so ein Gefühl in mir und dann wünsch ich mir so sehr, ich wär bei dir. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommando über meine tiefe Einsamkeit fällt der Mantel unserer Zeit. Doch dann hat wieder Sehnsucht das Kommando und sie weckt so ein Gefühl in mir und dann wünsch ich mir so sehr, ich wär bei dir. Obwohl wir jetzt schon 20 auf der Bühne sind, ich bin eigentlich immer noch nervös. Und zwar bis, solange bis ich auf der Bühne bin und der erste Ton angespielt wird, dann legst du das. Und speziell bei so Großveranstaltungen, wie wenn ich Musik unten habe, wo 15.000, 20.000 Leute sind, also da hat man immer noch ein Kribbeln im Bauch. Hast du nie daran gedacht, wie schön es wäre, wenn alle sich verstehen? Nur wer Fehler auch verzeiht, kann bestehen, kann bestehen. Doch wer weiß, was wirklich zählt? Stark und mit dir will ich erleben.
Sonne untergeht. My love, my love. Hier warten wir, dass wir eben den Erfolg beibehalten können, was wir bis jetzt haben. Und vor allem wünschen wir in der Zukunft Gesundheit vor allem. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre erfolgreich noch so zusammenspielen, dass wir uns privat auch nach wie vor gut verstehen, so wie wir das schon die ganze Zeit eigentlich tun. Das Wichtigste ist einmal die Gesundheit. Gesund bleiben, noch 20 Jahre auf der Bühne stehen. Wenn es so weitergeht oder vielleicht ein bisschen besser wird, dann bin ich sehr glücklich und alle anderen auch. Die Herausforderung liegt sicher darin, weiterhin von Musik leben zu können. Es ist für mich ein absolutes Privileg, von Musik leben zu können. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich für mich. Ich träume auch noch von einer Zukunft, die ungefähr so ausschauen soll wie meine Vergangenheit. Nämlich sehr positiv, sicher mit viel Arbeit, mit einiger Portion Stress, aber doch mit einigen Erfolg. Das wünsche ich mir. Und ich träume wahrscheinlich nicht mehr, nicht weniger, wie viele andere, die zu uns kommen und unsere Musik hören. Marilyn ist ein Thema, die ja jeder kennt. Und wie viele Frauen möchten Marilyn sein? Wie viele Sänger möchten über Marilyn singen? Das kenne ich nicht so viel.
und wir machen das heute. Und deshalb ist es für mich etwas ganz Besonderes, über diese wohl sehr populäre, sehr vielleicht eigenartige Frau singen zu dürfen und zu können. Also ich bin stolz auf den Titel. Wo sie als Kind zur Schule ging, nannte ein jeder sie immer noch Norma Jean. Sie wurde ein Star und heiß brannte ihr Gefühl. Das war ihr Lebensspiel. Ruhm hielt die Stadt der Engel für sie bereit. Niemals eine Nacht voller Zärtlichkeit. Nach jeder Party schrieb die Einsamkeit ihr Lied. Ist das noch Liebe, wenn es sie nur auf der Leinwand gibt? Werden Sie noch lange, lange Jahre schwelgen. Ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen. Also lieber Gottfried und deinen wunderbaren Musikern, alles, alles Gute. Alles Gute nochmal in Friedland, seine Männer. Wirklich viel Glück und der Stefanie auch alles Gute.